Hallo und herzlich willkommen bei Superwurm TV. Superwurm vertreibt seit einiger Zeit Regenwurmkokons. Entweder 1000 Stück im Döschen, für den Garten, den Kompost oder gleich im Zuchtset zum Züchten eigener kleiner Regenwürmer. Die Regenwurmkokons werden von uns geerntet, gereinigt, sodass wir nur noch die Kokons haben und werden dann über eine spezielle Maschine gezählt, sodass auch wirklich immer 1000 Stück in einem Döschen verfügbar sind. Die Kokons werden von uns dann mit Erde versetzt, damit etwas Substrat dabei ist und so ausgeliefert. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man das Kokonset zum Züchten der Würmer richtig ansetzt. In dem Set selber sind die 1000 Kokons enthalten, ein Beutel Erde, 3 Liter, Futter, das wir jede Woche benötigen und der entsprechende Wurmwürmer. Die Wurmerde wird in den Eimer gegeben. Die Kokons werden in die Erde eingemischt, sodass die Kokons auch gleichmäßig in der Erde enthalten sind. So, darauf geben wir etwas von unserem Spezialfutter, ungefähr einen guten Esslöffel, gleichmäßig verteilen und in die Erde leicht in die Oberfläche einmischen. Nicht in die ganze Erde einmischen, sondern nur ein bisschen in die Oberfläche rein. Und das Ganze wird dann von uns noch schön feucht gemacht. Ruhig darauf achten, dass die Erde schön feucht ist. Nicht nass, aber auch nicht zu trocken. So, da kommt der Deckel drauf. Und das Ganze, wenn es geht, etwa bei Zimmertemperatur stehen lassen. Je wärmer es ist, je mehr fressen und entwickeln sich die Würmer oder die Kokons. Wichtig ist, das Ganze einmal pro Woche mindestens füttern. Wenn es gut weggefressen wird und die Würmer sich entwickelt haben, ruhig zweimal die Woche oder auch dreimal die Woche füttern. Was jetzt aus diesen Kokons wird und wie die sich entwickeln, die Würmchen, das zeigen wir Ihnen jetzt. So, wir sind jetzt 3 Wochen rum und jetzt schauen wir uns mal, wie sich die Würmer entwickelt haben. Ah, hier sind schon einige. Es sind sicherlich noch nicht alle geschlüpft, aber man kann schon deutlich sehen, dass sich hier einige entwickelt haben. Und wenn wir die jetzt mal auf die Waage legen, dann sind das 0,03 Gramm. Für ein Würmchen nach 3 Wochen. Das ist doch schon gut. So, das Ganze füttern wir weiter. Wasser drauf. Deckel drauf. Wegstellen und dann mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So, wir sind jetzt in der 7. Woche und schauen mal, wie sich die Würmer entwickelt haben. Hier kann man schon sehen, entsprechende Größen sind schon da. Und jetzt wiegen wir sie mal
0,20. Gramm. Und 0,26 Gramm. Je nach Entwicklungsstadium sind die Würmer natürlich unterschiedlich groß. Es sind sicherlich auch noch einige viele kleiner dabei, aber man kann auch deutlich sehen, es sind auch schon recht große dabei. So, wichtig ist, immer wieder füttern. Bei der Größe ruhig mehrmals füttern. Und was hier vielleicht jetzt angesagt wäre, diese Erde ist relativ feucht, deswegen feuchte ich sie nicht weiter an. Und die Erde ist aber auch schon recht verbraucht. Das heißt, also hier könnte man auch schon die Erde wechseln. Dann machen die Würmer auch nochmal einen Schub. Wir haben unsere Würmer jetzt 12 Wochen, das heißt 3 Monate, im gleichen Eimer, in der gleichen Erde gelassen. Und schauen uns das Ergebnis jetzt mal an. Hier können wir sehen, die Erde ist komplett durchgefressen. Die Würmer haben sich immer noch gut entwickelt. Sie wurden einmal die Woche gefüttert, aber nehmen auch kaum noch zu. Das heißt, die Würmer haben jetzt ein Gewicht von ungefähr 0,2 bis 0,3 Gramm. Und wenn wir uns das mal anschauen, gucken wir uns diese Würmchen mal an und nehmen jetzt einen großen Wurm dazu, dann wird es noch etwas dauern, bis sie entsprechend die Größe erreicht haben. Wichtig hierbei ist, zweimal die Woche füttern und rechtzeitig auch die Erde wechseln, wenn die Erde verbraucht ist. Nicht so lange drinnen lassen, wie ich das hier in meinem Testeimer gemacht habe. Man sieht, die Würmer nehmen keinen Schaden, aber sie entwickeln sich auch nicht mehr richtig. So, kriegen jetzt aber trotzdem noch wieder was Futter. Feucht mache ich die Erde nicht mehr, da die gewechselt wird demnächst. Sie haben jetzt gesehen, wie einfach es ist, sich aus den Kokons eigene kleine Würmer zu ziehen. Bis die Würmer groß sind, dauert es allerdings eine gewisse Zeit. Auch das haben Sie gesehen. Wenn Sie die Kokons für den Garten verwenden wollen, können Sie die Kokons entweder direkt auf den Kompost geben, aufstreuen, ein bisschen einmischen, oder an verschiedenen Stellen im Garten ausbringen. Da am besten so 10 cm unter den Boden in verschiedenen Stellen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Zucht der eigenen Würmer. Ja, wichtige Informationen zu der Zucht finden Sie auch in unserem Flyer oder auf unserer Website www.superwurm.de. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.